Hab dich lieb. Ein jegliches hat seine Zeit. Warte mal, Moment, ich verstehe dich nicht. Was? Eine Zeit, stark zu sein. Haben Sie ein Kind? Das ist mein Sohn! Oh mein Gott! Wie sieht's aus? Ihr Junge wird nicht mehr aufwachen. Das läuft hier nicht ohne dich, verstanden? Im Weg. Eine Zeit zu heilen. Warum trainierst du nicht wieder mit dem Team? Ich weiß nicht, Coach. Du solltest zur Therapie gehen mit ihm. Ich kann nicht mal mir selbst helfen. Deine Zeit abzubrechen. John, bitte, genug für heute. Du weißt nicht, wie das ist. Ich verstehe gar nichts mehr. Ich meine, Gott soll doch gut sein. Wenn er so gut ist, wie kann er zulassen, dass guten Menschen so ein Mist passiert? Eine Zeit aufzubauen. Alles, was du anpackst, hast du für dich und für Luke. Ja. Fang an, für euch beide zu leben. Mann. Drei, zwei, eins. So könnte das auch für werden, Mann. Eine Zeit zurückzublicken. Ich wollte sein Zimmer aufräumen. Das zeigt die Geschichte der Menschheit. Jeder wird geboren und jeder muss irgendwann sterben. Man sollte meinen, wir könnten inzwischen damit umgehen, aber... Eine Zeit zu glauben. Ich hätte gern Lukes Nummer 5. Wir hören damit Johns Bruder Luke mit der Nummer 5. Sie nennen das vierte Quarter das fünfte. Das soll zu unserem Vorteil sein. Ihr erinnert euch sicher an die Presse zu Beginn der Saison. Man hat uns auf dem letzten Platz gesehen. Wir melden uns heute aus dem Alltel Stadium zu einem Endspiel, das wohl keiner so vorhergesehen hat. Wir erleben das ungewöhnlichste Meisterschaftsfinale der bisherigen Geschichte im College Football. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was es mir und meiner Familie bedeutet, wenn ihr die 5 zeigt für Luke. Aiden Quinn. Andy McDowell. Ryan Merriman. Nach einer inspirierenden, wahren Geschichte. Aufflug. The Fifth Quarter. Spiel des Lebens.